So, da sind wir wieder. Nächste Folge. Golo ist dabei. Ja, ich würde eigentlich ungern so ein Ding mitten in die Pampa stellen, weil dann hast du halt einfach ein riesen Loch dann. Ich guck gerade mal, wo wir gerade sind. Na, hier ist auch ein Villager-Dorf, sehr gut. Ja, und vom Villager-Dorf müssen wir einfach nur nach Norden. Ja, so ein kleines Dorf ist es nämlich gar nicht, das ist eine ganze Stadt. So. Moment, nee, ich glaube Norden ist falsch. Die Dinger stimmen hier nicht, die auf dem Ding. Wir müssen nach Osten. Beziehungsweise halt ist nicht so ganz eindeutig. Hier ist ein Meteor. Wo? Ach, das ist ein Meteor? Ist ja krass. Dadurch, dass hier ein Frostbiom ist, ist die Lava direkt eingefroren. Ist ja lustig. Ich mach mal kurz hier Fackeln, damit wir... Könnte ein bisschen dauern mit dem Hammer. Ich weiß nicht, ob der Hammer das schafft. Sind zumindest Risse drin. Muss eh nur in der Mitte runtergraben, meine ich. Mal gucken, ob es. Meinst du, ich kann helfen? Warte, ich mache jetzt nur die Schicht, weil ich hab's jetzt angefangen. Ist mir gleich kaputt. So übel, dass das Zeug wirklich True Black ist. Irgendwie ist hier doch nicht in der Mitte. Das Miese ist halt, wir sehen auch nichts, weil es Nacht ist und die Fackeln machen keine Helligkeit. Wieso hast du das eigentlich so schnell abgebaut? Kannst du es viel schneller abbauen, oder? Ja, ich habe einen Redstone auf meinem Hammer. Dadurch ist er halt schneller, ne? Dann mach du das. Bin schon dabei. Da ist er. Wo? Wo ist die Kiste? Ich sehe nichts. Bei mir ist alles schwarz irgendwie. Achso, ja, gut, bei mir nicht. Logic Press hat man schon. Ja, toll. Naja, was willst du machen? Ja, egal, weiter. Wir sind jetzt. Da ist doch direkt das Wasser. Ja. Ich heb mal ab, weil irgendwie werde ich gerade beschossen. Hoffentlich wird es mal bald wieder Tag. Oh, gerade mal die Hälfte. Aber wir gehen mal hier rüber, würde ich sagen, in dieses Sumpfgebiet. Da können wir nämlich noch Clay und alles mit abbauen. Hast du deine tolle Axt dabei? Ja. Dann hau mal den Baum hier weg. Ich sehe einen Scheiß gerade. Option. Wahrscheinlich hast du dein Gamma-Wesen schon. Oder Gamma. So, wo bist du denn jetzt hin? Direkt unter mir.
Den Baum da oder was? Jo. So. Sehen Sie zu und lernen. Machen wir erstmal so, diese Landmarks muss normal bauen dann, ne? Die sehen so aus. Mhm. Und dann setzt man einfach eine Redstone-Fackel dahinter. Und jetzt siehst du, wie weit du abbauen kannst. Wir können jetzt rein theoretisch 64x64. Würde ich sagen, du machst in die Richtung 64 und ich mache in die Richtung 64. Da, wo die blaue Linie aufhört, setzt du dann eins von den Dingern hin. Also du willst wirklich den Sumpf zerstören? Ja, wir ist doch hier mehr schon. Ja, aber es geht jetzt 64 in den Sumpf rein. Obwohl, warte mal. Ah, ne, ist eh ein anderer Sumpf. Ja, ich will halt nicht, dass der andere Typ dann jetzt weint, weil wir da den Sumpf weghauen, ne? Gut, ist er hier irgendwo, oder? Ist er nicht sein Server? Bezahlt nix. Hat auch nichts anzuhören. Ja. Dann gib mir mal so ein Land. Achso, hast du mir schon eins gegeben. Hab ich schon. Hast du was zum Auffüllen? Nö. Einfach am Ende vom Klauen hochbauen und die Landmark draufsetzen. Also genau am letzte vom Klauen. Sie testen also, ob dieses Klischee tatsächlich stimmt oder absoluter Quatsch ist. Adam hat einen Test entwickelt. Das ist nicht so einfach. Was machst du jetzt hier? Ich hab direkt unter dem Blauen gebaut. Ja, ich bin doch auch schon hier. So, auf die Landmark, da haben wir die Landmark. So. Genau. Du brauchst eigentlich immer nur drei, weil die vierte macht er automatisch. Jetzt gehst du hier vor. Können wir die Redstone-Fackel abbauen. Und man macht jetzt einfach einen Rechtsklick auf die Landmark. Oh. Nimmt man sich die Quarry? Zack. Jetzt können wir die Landmarks eigentlich wieder einsammeln. Ja. Das ist jetzt das, das Gebiet, was er abbaut. Nach unten bis zum Bedrock. Das ist okay. Stell mal die Kiste auf. Ich habe keine Kisten. Du hast doch die Obsidian-Kiste mitgenommen. Ich habe keine Kiste! Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Das geht. Dann hätte ich ja gar keine Item-Ducks machen müssen. Gut, dann brauchen wir nur noch die Energie. Gut, dass jetzt genau wieder Tag wird. Wir beobachten alles durch diesen Einwegspiegel mit all diesen Kameras. Warum flüstere ich eigentlich? Wir beobachten das Experiment über eine Kamera. Hast du nur zwei mit? Ja. Und es ist zu wenig. Ja, geht schon. Ah, jetzt baut er das Gerüst auf. Mhm. Es geht um die Wahrnehmungsfähigkeit in Anwesenheit des anderen Geschlechts im Gegensatz zum gleichen Geschlecht. Im Normalfall baut er dann erst noch alles ab, was zwischen in dem Gerüst ist. Solltest du es jetzt einfach an so einen Berg aufbauen, weißt du? Mhm. Und rund um den Berg stellen, dann baut er das einfach auch ab, was da drin ist. Ja. So, da ist er fertig wohl gleich.
Ich hau gleich mal ein paar Dings hier um. Ja, ein paar Tintenfische. Schwarze Farbe. Inksex für die Parallelwelten. Den brauche ich, den einen brauche ich. Was? Der hier schwimmt. Bei mir? Ich hab ihn schon. Gleich einen mit Kopf um. Okay, gut. Ich will auch eine Krone haben. Ach, der hat auch Krone. Ja. Sie notieren alle Werte und bestimmen den Durchschnitt. Ja. Das ist ein Band. Kann er eine Knarre drin verstecken? Dann kommen die Frauen. Ja, hier ist auch einiges an Clay, wenn du mal an Clay noch was mitnehmen willst. Ne? Oder wir machen die Query dann einfach nochmal in die andere Richtung, wenn sie fertig ist. Mhm. Oh, also wirklich schnell ist die jetzt nicht. Ja, ich hole mal noch ein paar Solarpanels. Strom. Ne? Kannst du meinen Jetpack? Obwohl, ne, hat noch 68. Komm ich mal mit. Ach so, ja, hol am besten mal 8 Stück oder also noch 6 oder so. Das Reset-Gesicht. Dann bleib du mal da, weil ich muss ja den Chunkloader. Ja, ich bin hier. Soll ich nach einem Chunkloader holen? Also bauen? Wir brauchen den Chunkloader jetzt eh erstmal nicht bei uns. Da eben, bei unserem Haus sind wir eh immer in der Gegend. Stimmt. Und bringt ja nichts. Wir benutzen die Turtles ja nicht mehr, wir haben jetzt die Quarry. Und ich fliege in Sauserschritt. Weißt du, wie man sich selbst angucken kann? Man praktisch Third Person irgendwie? Oh, nee, eine Taste noch. F3? Ich weiß nicht mehr, irgendeine F-Taste. Glaube ich. Ich kann es dir nicht mehr beschweren. Verbessern sich fast alle. 39 im ersten Test mit Ali und 37,5 im zweiten mit Sean. Insgesamt scheint die Welt nicht übersetzt. So, da bin ich wieder angekommen. Und wo haben wir die Ranch da? Hat meine Kiste ein paar gefressen. 5 Stück habe ich jetzt. Ach komm, dann nehmen wir die 6. auch noch mit. Who cares? Du böse Kiste, hör also auf, alles zu fressen. Dann. Lade ich mal schnell mein Jetpack auf. Ich komme wieder. Aber das fand ich jetzt mal cool, dass man den Einschlag von Meteoriten eigentlich gar nicht so als das erkannt hat.
Was zur Hölle ist das? Irgendwie was Lilanes, wo lauter Typen drumrum stehen. Und da haben wir die Quarry. Die blöde Kiste im Weg rumsteht. Ich hab Sonnenbrille. Deal with it. So, ist vielleicht nicht so cool, auf den Panels zu stehen. Aha, wir haben Algen. Ist er jetzt schneller? Ja, wir müssen mal bessere Kabel bauen. Ne? Weil die Dings, die produzieren eigentlich mehr als sie abgeben können. Fast schon. Nö. Obwohl, jetzt geben sie ab. Ja, wahrscheinlich verbraucht er nicht so viel, wenn er sich nur bewegt und nicht lasert. Ah, okay, das kann sein. Weil momentan ist er halt noch die ganze Zeit am Hin- und Herfahren, um die unterschiedlichen Ebenen abzugrasen. Der geht ja wirklich Ebene für Ebene durch. Und irgendwie habe ich gerade das Gefühl, die Algen machen uns einen Strich durch die Rechnung. Wieso? Weil die wachsen. Und der immer wieder zu den wachsenden Algen zurückfährt. Aber das ist jetzt nur so eine Vermutung, keine Ahnung. Also was ich habe heute die neueste Folge da von LP mit Kev geguckt. Da haben sie mal direkt einen Vergleich, also an Atomenergie, an die Menge, die dabei rauskommt, da kommt halt nichts ran, ne? Echt? Also da musst du schon einen Haufen Solarpanels bauen. Wahrscheinlich gute Solarpanels. Ja, der hat von den Upgradeten hat er 8 und sogar schon 4 von den noch eins drüber. Aber an das Atomkraftwerk von dem anderen konnte er nicht ran, vom Output her. Da fliegt die Query gerade nur so hin und her. Ja, müssen wir halt mal gucken. 27.000. Was haben die Batterien da zu Hause? 2 Millionen? Ja, zur Not kann man ja da auch noch eine größere Batterie noch bauen, wenn man die bauen kann. Die kann man ja auch immer noch mal mit hier mehr bringen. Für den Anfang, oder? Oder so eine 2 Millionen Dings. Ja, so eine 2 Millionen ist schnell gebaut. Die nächstgrößere müssen wir halt in den Nether und müssen da irgendwo eine Festung finden. Oh, dann lass uns doch mal Nether gehen. Können wir Haben wir machen. jetzt. Hast du Junk Loader? Bin gleich wieder da. Ah, ich Vollprofi. Und es wird schon wieder Nacht. Ich bin hier gerade am Überlegen, ob ich mal so ein Dynamo mitnehme. Dynamo, was ist Dynamo? Ah ja, so ein Dampfdynamo. Der macht aber auch nicht so viel Rabatz. Aber kannst du gerne unterstützen da auch noch einmal. Dann kannst du natürlich, könntest du rein theoretisch auch noch so einen Verteiler, wenn du so einen Verteiler bauen kannst, dem du sagen kannst, der soll die Kohle rausfiltern, die er abbaut und direkt in den Steam-Dynamo wieder einführen. Ich habe kein Dings mehr, kein Servo. Achso, gut. Kurz AFK. Jo. Denk an deine Folge, ne?
Ja, die ist jetzt bei 20 Minuten. Wenn ich angekommen bin, sage ich auch mal gleich auf Wiedersehen bis zur nächsten Folge. Könnt ihr euch schon mal drauf einrichten. 100 Meter. Das soll wohl heißen, nein. Wunderbar. So, dann sage ich euch einmal bis gleich in der nächsten Folge. Beziehungsweise, falls ihr so schnell dabei seid, dann bis morgen. Wir sehen uns in Kürze.